So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim mit mir, dem Endking. Ja, und wir sind jetzt wieder in Weißlauf. Hier habe ich eben hier hin teleportiert und wie mir auch einige gesagt haben, unter anderem Nummer 7 wieder mal, konnte ich hier, kann ich Lydia meine Sachen geben. Habe ich jetzt auch mal gemacht, meine Drachenknochen, meine Drachenschuppen, und hier seht ihr auch diese Achse Verbrennung, die hat sie jetzt schon mal angelegt. Und ich habe von einem Kumpel gehört, dass man sich hier ordentlich zum Schmied ausbilden lassen kann. Wollte ich erstmal den Typen hier ansprechen. Hm? Hübsche Schmiede habt ihr hier. Die Himmelsschmiede? Ja, meine Clanväter haben dort gearbeitet, seit die ersten Graumähnen nach Weißlauf kamen. Himmelsschmiedenstahl ist der einzige, den die Gefährten verwenden. Aus gutem Grund. Wer sind die Gefährten? Ach ja, das sind diese, die wir da getroffen haben am Anfang, als wir hier durch das Land von Weißlauf zum ersten Mal durch wanderten. Naja. Okay, dann erzähl uns mal was über die Gefährten. Bei Ismir, seid ihr wirklich so dumm oder einfach noch zu unerfahren? Die Gefährten sind die älteste und ehrwürdigste Kriegertruppe in Himmelsrand. Weißlauf wurde um ihre Halle Jovaska herum erbaut. Glaube nicht, dass sie euch einsetzen würden. Aber es sind schon seltsamere Dinge passiert. Seid ihr ein Gefährte? Wieso? Wer sagt denn, dass ich einer sein muss? Himmelsschmiedenstahl ist meine Kunst und meine Ehre. Die Gefährten wollen nur das Beste, also kommen sie zu mir. Erzählt mir etwas über euch. Seid ihr blind, Junge? Ich bin ein Schmied. Das sieht doch jeder Dorftrottel. Ich dachte, du erzählst mir irgendwie eine Lebensgeschichte oder so. Na, leck mich doch, okay. Was hast du zu verkaufen, Jo? Preist die Götter. Preist die Götter, okay. Was ist denn schönes hier mal? Orkischer Kriegshammer, wow. Spitzhacke, Stahlkriegsaxt. Naja, nicht wirklich das, was ich jetzt gebrauchen könnte. Da war ich bei Bekleidung noch was. Lederarmschienen, Lederhelm, Lederrüstung, Nordstab, Panzerhandschuhe. Ja gut, die könnte ich... 166, oioioi, die kosten dann doch schon sehr viel. Stahlhornel habe ich. Stahlschild, nee. Ist alles viel zu pussy. Kann alles eigentlich nicht gebrauchen. Dann leck mich doch. Bei Ismir. Dann schmiede ich mir noch... So dumm oder einfach noch zu unerfahren. Dann schmiede ich mir noch irgendwas. Irgendeinen Scheiß hier. Hm? Ich will mal gerne mal Waffen schmieden. Kann ich mir überhaupt... Ja, stimmt hier. Kann ich mir Waffen schmieden. Mir fehlen Stahlbarren. Sehe ich gerade. Stahlschwert könnte ich gut gebrauchen. Naja, Kaiserlichen kann ich mir... Schmuck? Kann ich mir Schmuck machen? Nein, auch nicht. Eisen, Pelz... Pelz könnte ich mir machen. Ja, geil. Ansonsten ist hier, gibt's ja auch nichts wirklich Interessantes, oder? Ah, ich könnte auch vielleicht meine eines meiner Schwerter hier verstärken. Oh, ich habe eben von irgendeinem Deppen Stahlstreitkolben geschenkt bekommen. Keine Ahnung wieso. Und den Jagdbogen, den könnte ich verbessern, ne? Ist ja richtig scheiße. Wieso kann ich nie was verbessern? Mensch. Leck mich doch, du. Wo ist er jetzt? Wo ist er hin? Oder Sack. Er war schon, wenn ich meine... er war schon, dass er gemeint ist, so. So, ich wollte vielleicht noch fragen, für die noch nicht weggeschaltet haben... Ihr dürft noch nicht wegschalten, hallo? Das wird noch richtig geil, denke ich mal, in diesem Part. Wir müssen Zeit jetzt in den Stellen vom Weißlauf bringen. Ob, was ihr davon halten würdet, wenn ich mal vielleicht einen Livestream-Abend machen würde mit Skyrim, wo ich die ganze Zeit ordentlich Skyrim zocke. Weil, so, wenn ich die ganze Zeit... So weitermachen mit dem Part, dann werde ich ja nie fertig. Versteht, was ich meine, ne? Und bring Sadia. Wo ist Sadia denn eigentlich? Ja, sonst werde ich ja nie fertig, wenn ich hier die ganze Zeit so weitermache. Deswegen dachte ich mir, frage ich dir einfach mal die Leute, was sie davon halten würden. Ich habe mich irgendwie verlaufen. Hä? Ach, hier geht's runter, okay. Einfach mal ordentlich einen Livestream-Abend zu machen, so von, was weiß ich, wie Freitag, Samstags oder Sonntags von, ich sag mal, 8 Uhr bis 12 oder so, wie ich Lust habe. Wird natürlich auch damit besser sein als der von, welchen hatte ich nochmal? Dead Island. Ich habe jetzt meinen Computer etwas aufgerüstet. Ich glaube, hier war sie, das ist Hadia. Und da würde ich auch mal ordentlich, das würde ich auch gerne mal ordentlich machen, hä? Na, wir sind irgendwie so Magierladen. Du Scheiße. Alchemie-Labor, ne. Das bringt mir jetzt gar nichts.
Mensch, wieso heißt denn dieser dieser Magier-Shop genauso wie so eine Bar? Das hier ist... Ne, Gemischtwaren. Ah, hier, okay. Ha, ich hätte einfach nur dem Fall folgen müssen. Verdammt nochmal. Ich habe mich immer noch nicht an das... an Skyrim gewöhnt, so. Dann ist die Olle hier. Über uns, ja gut, jetzt sehe ich das. Da, oben. Was ihr davon halten würdet. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr von so einem Livestream halten würdet. Ich würde den dann auch hier natürlich bei YouTube nachher hochladen, indem ich ihn mitschneide oder der wird automatisch, glaube ich, auch mal aufgenommen. Ja, das wollte ich nochmal fragen. Weil dann könnte ich auch mal so machen, dass ich einfach bei... Wenn ich jetzt sage, oh, ich möchte jetzt aus der Stadt raus und irgendwo hin. Ihr könnt mir jetzt sagen, wo ich hin soll. Dann könnt ihr mir direkt schreiben, wo ich hin soll, ne? Dann... wäre das sozusagen interaktiv. Neuigkeiten von den Alikir? Könnt ihr bestimmen, was ich mache. Ob ich vielleicht gerade mal jetzt mit dem Zauber angreifen soll oder so. Könnt ihr alles bestimmen, ne? So, oder gibt es vorschlagen. Neuigkeiten von den Alikir? Ja, jetzt halt mal dein Maul. Ich will eh mit dir reden, also. Ich konnte sie nicht alle bezwingen und sie kommen, um euch zu holen. Lügen. Was? Wie? Ich dachte, sie dürften nicht in die Stadt. Sie haben einen Weg hineingefunden. Wir müssen euch hier rausbringen. Aber wo soll ich denn hin? Ich kann doch nicht bis in alle Ewigkeit davonlaufen. Bei den Stellen erwartet euch ein Pferd. Ich sorge für eure Sicherheit. Nach all dem muss ich wieder meine Sachen zusammensuchen und fortgehen? Wenn ihr das wirklich für die einzige Möglichkeit haltet, dann vertraue ich euch. Lasst uns keine Zeit vergeuden. Danke für dein Vertrauen. Leute, Glück! Oh, das Lied ist so geil. Doch still war der Rote, kein Wort mehr sagt. Als Schild bei Mathilda beherzt, wohin trat. Ihr prahlt und ihr lügt und all unseren Mäts. Uns aber so das geilste Lied überhaupt einfach. Und mit lautem Klirren folgte schnell lieb auf ihn, bis schließlich er mag. Ach ja, und ich werde auch mal Lüde jetzt einfach mal hier stehen lassen. Euch, wartet hier. Wie ihr wünscht, Tane. Ich habe jetzt einfach mal meine Sachen gegeben, da habe ich jetzt genug noch Platz. Hör, wo ist sie jetzt hin? Die Olle. Olle, wo bist du hin? Ist sie schon raus? Kann doch nicht sein, oder? Das wäre es jetzt, wenn die schon rausgegangen ist. Hä, bin ich jetzt doof oder was? Ich glaube, wir gehen einfach mal vor und dann warten wir einfach auf die. Es ist mir jetzt zu doof, die zu suchen. Das hier ist jetzt nicht. Nee. Nee, es ist, ist ein Mann, glaube ich. ja, dann... gehen wir einfach. Wir porten uns zu den Stellen hier. Stelle von Weißlauf. Ja. Eine Wache unterbricht meist den Kampf, wenn der Angreifer alle Waffen wegsteckt. Selbst wenn der Kampf abgebrochen wurde, wird die Wache trotzdem versuchen, eine Festnahme durchzuführen. Ja, okay, bla bla bla. Ich werde jetzt mal versuchen, mit dem Stahlstreitkolben ordentlich Damage zu machen. Gucken, wie der so macht, was der so alles bringt, weil er hat ja jetzt 19 Schaden anstatt meines alten Nordschwertes. Das hat ja irgendwie 15. Da warten sie alle. Gut, euch an meiner Hi. Seite zu haben. Ihr braucht etwas? Ich könnte mehr vertrauenswürdige Leute brauchen. Ja, ich warte noch auf. Warte mal noch auf Sydia. Oder wie hieß der nochmal? Ach Gott, ihr habt den Namen schon wieder vergessen. Unglaublich, ich weiß, tut mir leid, aber. Tja. Es liegt Frost in der Luft. Die Toll. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Tut sie nie. Tut sie nie. Ich glaube, wir müssen wirklich nochmal ein Stündchen warten oder so. Wenn sie jetzt mal ordentlich an den Start kommen würde. Nicht, dass ich jetzt nochmal zurückgehen muss und so und die dann holen muss. Olle, wo bleibst du denn? Mensch, das kannst du echt nicht bringen. Wenn die jetzt wirklich dann immer noch... wenn die da wirklich immer noch da oben in der Bar rumguckelt. Dann... dann bin ich echt beleidigt. Bin ich beleidigt, ehrlich. Kann ja wohl nicht angehen, dass sie einfach da wartet, ne? Dass sie einfach da stehen bleibt. Das olle Kuh. Wenn die wirklich da drin ist, kriegt sie ordentlich eine geschmettert. Die beflaggte Meere. Beflaggte Meere, ich merke mir einfach mal die Tavernennamen hier. Da ist Lydia. Die olle Kuh. Da ist sie doch, du olle Fotze. Komm mal an den Start, ey.
Okay, dann schneide ich hier, dann sehen wir uns da unten. Okay, dann sind wir jetzt hier und dann mal gucken, ob ihr die Leute jetzt hier erkennt. Endlich begegnen wir uns, werte Dame. Was ist das? Was habt ihr getan? Ach, gar nichts. Hört schon damit auf. Ihr habt doch wirklich nicht erwartet, die Leute bis in alle Ewigkeit manipulieren zu können, oder? Das Glück musste euch eines Tages verlassen. Ah, du bist betäubt. Cool. Jetzt bringen wir unsere werte Freundin hier zurück nach Hammerfell, wo sie den Preis für ihren Verrat bezahlen wird. Hier wird nichts geschehen? Nicht auf dem Weg zurück. Aber wenn sie erst einmal dort ist, liegt die Entscheidung über ihr Schicksal nicht mehr bei mir. Und was euch betrifft, schulde ich euch nicht einen Teil der Belohnung? Hier, bitte. Überlegt euch gut, wofür ihr es ausgebt. Wenn ich euch noch einen Rat geben darf, lasst euch nicht von einem hübschen Gesicht täuschen. Das stünde euch nicht gut zu Gesicht. Alles klar, ab in Puff. Danke, ciao. Hat die Stadt an den Altmeer Nein, erstmal hier. Verrat hätte tarnet sich in diesem Krieg. Bla bla bla, erzähl keinen. Wir wollen jetzt in den Puff und dann gucke ich aber vorher nochmal, was wir für Quests haben. Aber wir hatten ja noch diese eine Quest mit dieser allen, mit dieser Ollen, ja. Stiel das argonische Bier. Schrein von Azura. Wo ist denn der Schrein von Azura? Aventus Aretino. Okay, Karte. Wo ist der Schrein von Azura? Schrein von Azura. Der Schrein von Azura, fuck. Ah, da oben, ach du Scheiße. Festung Castaf. Ja, eigentlich gibt es ja noch eine, so eine Quest, wo die Olle ihren Sohn da vermisst hier. In Drachenfeste, aber das ist mir jetzt wirklich zu doof. Ich glaube, wir schwingen uns mal hier hin. Wenn Feinde in der Nähe sind? Feinde sind in der Nähe, was? Ich kann nicht reisen. Soll denn der Quatsch hier? Das kann es ja wohl nicht sein, oder? Ich wollte jetzt eigentlich nach Rurikstadt. Oder... Ah, wartet mal. Können wir nicht hier mitfahren? Hey, Ola! Bjolam! Soll ich euch mitnehmen? Ich möchte eure Kutsche mieten. Entschuldigung. Ja. Wohin soll's gehen? Geil, ich kann ja doch irgendwo hinreisen. Zack, wieso sagt mir das keiner? Okay, dann einmal nach Einsamkeit. Da hatten wir noch ein paar Quests offen. Alles klar. Klettert wieder hinein. Dann sind wir weg. Klettert wieder hinein? Ich war erst am Anfang des Spiels drin, wo er in so einer Kutsche... Woher wusstest du das denn? Ich kann hier nicht ewig warten. Bleib mal geschmeidig, ey. Komm, ehrlich. Schön geschmeidig bleiben. Ist immer, hilft immer. Ja. Yeah, Einsamkeit. Boah, das sieht ja mal cool aus. Hier ist ja nicht so viel Schnee. Hey, der hat uns ja ganz unten hier rausgelassen. Ey, was für ein Sack. Okay, hier ist die Kaiserliche Armee und hier ist die Badenakademie. Der bei der Badenakademie, da möchte ich mal umschauen. Ja, ja. Ja, ja, machen wir mal. So. Ja. Richtig. Rennen wir mal hoch. Und unsere Ausdauer ist schon wieder leer. Das ist ja mal echt Quark. Naja. Müssen wir uns mal bei den Wachen bekannt machen. Jo, jo. Wenn ihr nach Einsamkeit gekommen seid, um euch der Armee anzuschließen, dann sprecht mit Ricke. Ich hab echt keine Ahnung. Haltet eure Nasen aus anderer Leute Angelegenheiten raus. Oder ihr endet wie Rockwehr. Ach, halt dein Maul. Ich weiß noch nicht mal, wer Rockwehr ist, also. Oh, was du denn hier für... Manche behaupten, ich hätte diese Stelle nur erhalten, weil ich die Cousine des Kaisers bin. Unsinn. Dieser Mann hat mir nichts geschenkt. Er kommt ja noch nicht einmal zu meiner Hochzeit. Kaiser, okay. Ja. Eine große Frage, die sich ja hier auftut, welcher Fraktion wir uns anschließen. Es gibt ja immer hier die kaiserliche Armee, die uns, wo uns einer aus Helgen befreit hat. Und die anderen, die Sturmmäntel, die uns nicht aus Helgen befreit hat oder geholfen hat, um da rauszukommen. Wo liegt Helgen denn nochmal? Hier oben, ja. Dann gibt es aber noch die Sturmmäntel. Oh, wir können noch zu Klimax zurückkehren. Die Sturmmäntel sind... Wo Sturmmäntel... Ach, die sind irgendwo anders, keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir uns den auch anschließen.
Normalerweise hätte ich mich jetzt der kaiserlichen Armee angeschlossen, weil die ja eigentlich so meine favorite people sind seit Oblivion, weil die einfach cool drauf sind, wisst ihr, was ich meine? Aber wir sind ja im Nord und deswegen müssen wir uns ja eigentlich den Sturmmänteln anschließen, weil das ja unser Volk ist. Deswegen, ich habe echt keine Ahnung. Könnt ihr mir da vielleicht mal helfen und eure Meinung und das Video schreiben? Noch zusätzlich zu dem Livestream, zur Livestream-Frage? Fände ich eigentlich ganz gut, wenn ihr mir ein bisschen helfen könntet. Ansonsten kann ich ja auch große Abstimmung machen oder sowas, weiß was ich. Aber wäre schon ganz nett, wenn ihr mir was in die Kommentare schreibt dazu. Einsamkeit entdeckt, yeah! Dürfen Onkel Rock mir nichts antun? Nein, dürfen sie nicht! Das ist nicht wahr! Alle auf Position. Swari, ihr müsst nach Hause. Geht und wartet dort, bis eure Mutter kommt. Oh oh. Oh oh. Ich ahne Schlimmes. Ich sehe was. Verräter! Ihr habt schon weiter. Wir sagen, dass ihr Onkel einen Verräter. Was ist verraten, Junge? Der seinen Großkönig verraten hat. Verräter! Was geht denn los? Was geht denn ab? Ihr seid zu gütig, Vivien. Ich esse mir mal einen Twix daneben jetzt hier und ich gucke das mal an, ne? Aus dieser Stadt zu fliehen, nachdem er Großkönig Torek ermordet hatte. Indem ihr das Tor für Ulfric geöffnet habt, habt ihr die Bewohner von Einsamkeit verraten. Verräter! Es ist überhaupt kein Mord geschehen. Lügner. Ulfric hat Torek herausgefordert. Er hat den Großkönig in einem fairen Kampf besiegt. Oh, lecker. So ist es bei uns Brauch. Dies ist die uralte Tradition von Himmelsrand und aller Nord. Ey, war doch nur ein Duell. Nein, das kriege ich doch nicht, bitte nein. Komm schon, nein, kann ich nicht bringen. Am heutigen Tag, Junge, breche ich auf nach Sovngarde. Nein! Oh, fuck. Natürlich nicht so schön hier, wenn er kommt hier. Was denkt ihr, was ihr da macht? Ups! Nein, oh, tut mir leid! Oh. Tut mir nicht weh. Scheiße, ich esse hier noch einen Twix und dann greife ich mich an. Okay. Im Namen des Jarls, keine Bewegung. Ich werde meinen Kopfgeld bezahlen. Kluger Mann, jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Nur eine Fotze. Was könnte das zu bedeuten haben? Die Rückkehr des Drachenblutes? Und wem von uns würde eine solche Ehre zuteil werden? Ich wollte einfach nur den Kopf aufheben mit Y-Taste, aber ich habe vergessen, dass die Y-Taste nicht wie bei Oblivion die Aufheben-Taste ist, um irgendwas in der Luft herumzuschwenken, sondern die Taste ist die... Wo sind wir hier? Sondern die Taste ist, womit man den Drachenschrei benutzt. Halt ab nochmal. Ich hoffe, der Kopf liegt noch da. Ah, der tote Körper liegt noch hier. Oh, dann können wir... Amulett von Talos. Die Wahrheit zwischen Schreien... Die Wartezeit zwischen Schreien vermindert sich um 20%. Cool. Wo ist denn der Kopf hin? Lederstreifen. Nein, der Kopf. Ah, jetzt ist der Kopf weg. Verdammte Scheiße. Nee, da liegt er. Wie hebe ich den jetzt... Mit Z vielleicht... Nee. Ich habe echt keine Ahnung. Mit T? Nein. T war ja... U? Mit O? Mit P? Nee. Verdammte Scheiße. Diese Axt nicht in Aktion erleben. Wow, die will ich haben. Ihr seid nicht etwa Söldner, oder? Ich habe ein kleines Problem, das ihr lösen könntet. Was denn für ein Problem? Ich habe wohl versehentlich einen Gefangenen entkommen lassen. Den Anführer einer dieser Gaunerbanden. Ich habe erzählt, er wäre beim Verhör gestorben. Nun müsst ihr ihn finden und sicherstellen, dass er nicht auftaucht und Einspruch erhebt. Klar mache ich. Gut. Wenn ihr zurückkommt, wartet ein Sack voller Geld auf euch. Klar, ich bin gern Auftragsnutte. Synonym für Auftragskiller. Ihr wart der, der diesen Mann hingerichtet hat. Ja, ich bin der Henker hier in Einsamkeit. Das ist meine Arbeit. Halten Sie euch auf Trab. Kommt darauf an, was ihr damit meint. Ich bin auch noch oberster Wärter hier im Kerker.
Normalerweise eine ruhige Arbeit. Wann ist die nächste Hinrichtung? Es steht keine an. Oh. Aber an dem dürren Hals dieses Yari-Ra würde ich mich gerne mal austoben. Dieser dreckige Argonia hätte niemals einen Fuß in die Stadt gesetzt, wenn Großkönig Torik noch leben würde. Denk daran. Gut. Der Bandit soll sterben, nicht leben. Ja, finde ich auch, dass wir es geklärt haben. Da spricht er mich einfach von der Seite an, ja. Quatsch mich noch einmal von der Seite an, ey. Gibt's Ärger hier. Von Schloss Elend kann selbst den stärksten Willen brechen. Ach, halt dein Maul. So. Schauen wir mal, was hier alles gibt. Viking Skeva. Der winkende Skeva? Zwinkern, ja. Ah, Viking heißt. To Wank heißt Zwinkern. Oh, das wusste ich auch noch nicht. Leute, merkt euch das. Zwinkern heißt To Wank oder hier. Kotzen hier. Bah, wie eklig sind diese Viecher. Boah, heftig hier. Oh. Oh, Lisette. Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Sturmintel AD und alles, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Der Königsmörder soll zittern und beben, den Frevel zahlt Ulfric mit seinem Leben. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang, und ist es zu Ende, führt noch so Vengade der Gang. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Der Königsmörder soll zittern und beben. Den Frevel zahlt Ulfric mit seinem Leben. Boah, du hast echt drauf. Ihr könnt euch gerne etwas wünschen. Ihr seid also ein Mitglied der Bardenakademie? Nun, ich bin eine Absolventin, ja. Ich arbeite hier im zwinkernden Skeva. Die Akademie kann ich aber nur empfehlen. Sprecht mit Viamo, wenn ihr interessiert seid. Boah, sofort zur Akademie. Ihr hier übernachten? Corpus. Nein, ich will nicht übernachten, ich will singen lernen. Genauso wie die Olle. Ja, natürlich nicht so hoch, sondern ein bisschen. Oh. Guck mal, die Bardenakademie. Da müsste ich jetzt nach Bach links. Muss ich mit der Karte mal ein bisschen klarkommen. Ich muss nach Osten, Westen, Osten, Osten ist da. E. Wieso haben die noch nicht mal das übersetzt? Das E in O. Das finde ich ja echt scheiße. Das finde ich echt scheiße von euch Übersetzern. Ehrlich. Habt ihr echt miese Arbeit geleistet. Ansonsten ist die Einsamkeit doch etwas einsam aus, muss man schon sagen. Na? Entschuldigung? Papa sagt, dass ich Hogwarts nie mehr wiedersehen werde. Was willst du? Ich wollte mir nicht verraten, warum. Ach so. Klar, willst du Stress haben? Ja, klar. Kriegst du noch. Entschuldigung, aber die Blagen hier machen mich total fertig. Ehrlich. Mein Herr, natürlich. Ich habe zwar keine Ahnung, worüber die reden, aber ich will jetzt immer hier in diese Bahnakademie. Alles klar. So, ich will eine goldene Stimme haben. Los. Los. Eine güldene. Ich will gülden singen können. Willkommen an der Bardenakademie. Bah! Der Direktor. Bist du ein Hochelf oder was? Wie siehst du denn aus? Du Scheiße, ich möchte mich an der Akademie bewerben. Der sieht aus wie der Nikolaus hier. Es ist immer eine Freude, einen angehenden Bardenkollegen zu treffen. Ihr solltet euch dessen bewusst sein, dass sich bei uns viele bewerben, aber nur wenige angenommen werden. Wann immer es möglich ist, bitten wir Bewerber, Aufgaben zu erledigen, die in der Akademie anstehen. In diesem Fall habe ich genau das Richtige für einen angehenden Baden. Echt cool. Was soll ich tun? Elisef hat die Verbrennung von König Olaf verboten, ein Fest, das von der Badenakademie abgehalten wird. Wir müssen sie umstimmen. Sie davon überzeugen, dass ich König Olafs Vers vorlesen möchte. Einen Teil der Liederedda, der lebendigen Geschichte von Himmelsrand. Leider ist dieser Vers vor langer Zeit verloren gegangen. Und da komme ich ins Spiel? Ja, laut Giro, unserem Geschichtenarchivar, könnte der Teil der Edda, der von König Olaf handelt, sich immer noch in Todmanns Ruhe befinden. Ihr müsst das Gedicht für mich finden.
Was wisst ihr über Drachen? Was wisst ihr die... Wieso habe ich diese verdammten Fragen hier? War eure Akademie sehr vom Krieg betroffen? Frage ich einfach mal. Nicht sehr, aber als Bade finde ich die ganze Angelegenheit deprimierend. In diesem Krieg gibt es keine Helden, keine Sieger und kein richtiges Ende. Wenn ihr etwas sucht, womit ein Bade arbeiten kann, dann seht euch die Drachen an. In 1000 Jahren wird Himmelsrand Dutzende verschiedener Herrscher gehabt haben, aber die Rückkehr der Drachen... So eine Geschichte ereignet sich nur einmal in einer Ära. Ja, das ist schon heftig. Gut, dann... Wie ihr vielleicht wisst, wurde Elisif... Nein, ich will nicht mehr darüber reden. Nein, hör auf zu labern. Könnt ihr nicht einfach mal aufhören zu labern? Wenn ich weggehe, dann heißt es, dass ich nicht mehr mit euch reden möchte. Danke, ciao. Danke, ciao einfach nur. Danke, Punkt, ciao, Punkt. Nee, ciao, ciao, Punkt, danke, das geht auch nicht. Nee, danke, danke, Punkt, danke, danke, Punkt, ciao, Punkt, so. dann schauen wir mal auf der Karte, wo diese verdammte Grotte des zerbrochenen Ruders, da oben, jetzt ist der Schrein von Azura. Wo ist denn diese Quest jetzt, die Flammehütten? Ich habe mich an der Badenakademie beworben. Als Herr meiner Bewerbung hat Rektor Viamo mich gebeten, König Olafs Vers ausfindig zu machen und ihn zu ihm zu bringen. So, wo ist der Shit denn? Die Flammehütten. Tritt der kaiserlichen Armee bei. Finde König Olafs Vers. Festung Schneefalke. Mortal. Oh man, dann würde ich aber doch lieber nach Rorikstadt. Hier ist ja auch alles von Eis befreit, sehe ich gerade. Hä? Hä? War das auch vorher so? Ich gar nicht drauf geachtet. Ja gut. Ich würde dann mal sagen, wir fahren nach Mortal. Und dann dahin. Oder... Wir haben auch hier diese eine Quest. Wo ist er jetzt nochmal? Der vermisste... Ach, hier ist die Quest mit der Ollen. Jetzt check ich das. Okay, das Horn von Jürgen Windrufer. Wo ist das denn nochmal? Das war doch auch. Ach, das ist eh hier im Mortal. Ich glaube, das passt eh ganz gut. Wir fahren nach Mortal. Ordentlich mit der Kutsche. Sag ich mal. Und dann... Würde ich mal sagen. Mache ich direkt auch noch danach Schluss. Ich habe jetzt schon genug aufgenommen für morgen. Ein Part reicht erstmal. Und wie gesagt, schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, was ihr... Wow, was ist das denn für ein Typ hier? Schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, was ihr von dem Livestream halten würdet. Bei den Göttern. Dann ist es wahr. Ein Drache hat Weißlauf angegriffen. Ja, sieh ja. Wie sollen denn einfache Krieger ein solches Monster besiegen? Gar nicht, nur ich kann das. Klar? Danke, ciao. Ja. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare wegen dem Livestream. Fände ich echt klasse, wenn ich das machen könnte. Wenn ihr dann dabei wärt. Was chillt ihr denn da unten rum? Ach, hier sind das hier die Ställe, oder was? Nee, er nicht. Aber hier unten. Aus Hammerfell? Katlas Hof entdeckt, so. Erhalten, wollte ich schon sagen. Okay, alles klar. Soll ich euch mitnehmen? Ich möchte eure Kutsche mieten. Wohin soll's gehen? Zu deiner Mutter. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Wieso kostet das denn nach Mortal 50 Goldstücke? Wir sind doch... Ist doch ganz nah hier. Kapier ich jetzt nicht. Naja, okay, dann... Das Wetter für ein Hausritt. Ich hoffe, es bleibt so. Ja, hoffe ich doch auch natürlich. Also, ne? Klar. Jene, die an der Magiekunst interessiert sind, sollten einen Beitritt in die Akademie von Winterfeste in Erwägung ziehen. Huiuiui. Mortal entdeckt. Wow, das sieht ja mal cool aus hier. Oh, was geht denn da ab? Was wird der Jarl dagegen tun? Wie sollen wir uns in unseren eigenen vier Wänden noch sicher fühlen? Bitte, es reicht. Ich habe Idgrod eure Bedenken mitgeteilt. Sie wird sich um euch alle kümmern. Bitte bekommt von Jorik keinen Geht falschen bitte Eindruck. An eure Arbeit. Er ist nicht von Sinnen, wirklich nicht. Wir brauchen keine Zauberer in unserer Mitte. Mortal hat auch so schon genug Probleme. Ach, sinnlos. Dann machen wir mal weiter. Was haben die für Probleme? Oh je. Vorsichtig. Mortal ist nicht gerade ein sicherer Ort. Nicht? Ach Mensch. Na gut, dann würde ich einfach mal sagen, hoha. Ziemlich kalt hier. Machen wir in der nächsten Folge einmal hier Ustengraf und einmal
Todmannsruhe, um einmal für die Bahnakademie diesen Vers zu holen und einmal für die Graubärte dieses Horn von Jürgen Windrufer zu holen, wohl? Alles klar, dann machen wir uns mal auf, mach ich mir mal auf. Ein bisschen Haya Haya machen, Bubu machen. Ich bin der Endking, wir spielen Skyrim. Bis zum nächsten Part, immer schön geschmeidig bleiben. Tschüssi!